Hallo zusammen, das ist heute, glaube ich, das vierte Video, das ich drehe. Deswegen blättert der Lack schon etwas ab. Ich hoffe, das ist so in Ordnung. Und dieses Video drehe ich deswegen, weil ganz, ganz viele auf die Frage, wenn ich mal so auf Facebook poste, was soll ich denn mal für ein Video drehen, immer entweder sagen über deine DVDs oder über deine Lieblingsbücher. Und ist das mit den DVDs irgendwie gerade schlecht, weil ich die verkaufe und nur noch die Hälfte da ist und demnächst nur noch ein Viertel und dann ist es irgendwie nicht mehr so spannend irgendwie. Und B, finde ich dafür, dass ich eigentlich mal angefangen habe, sehr viel über Bücher auf diesem Kanal zu machen, dass es in letzter Zeit relativ wenig geworden ist, außer die monatliche Statistik im Plan des Plaudern. Deswegen machen wir doch heute mal die Lieblingsbücher, würde ich sagen. Ich verfolge keine besondere Reihenfolge. Ich zeige euch einfach meine Lieblingsbücher. Und die sind weder irgendwie besser oder schlechter, je nachdem, wie weit vorne oder hinten ich sie zeige. Und es ist ja auch immer genreabhängig. Von daher finde ich, man kann das alles nicht miteinander vergleichen, das ist klar. Es sind einfach die Bücher, die mir beim Durchstöbern meiner Lovely Books Bibliothek eben, als ich sie gesehen habe, einen Kribbeln verursacht haben und ich wusste, dieses Buch fandst du so toll. So, legen wir einfach los, würde ich sagen. Es war das erste Rezensionsvideo, was ich auf meinem Kanal hochgeladen habe und auch fast das letzte, weil so viele Rezensionen gibt es ja bei mir nicht oder gibt es nicht mehr, seitdem ich so autorenmäßig tätig bin, weil ich es mir irgendwie nicht anmaßen möchte, etwas zu bewerten, was jemand geschrieben hat, wenn ich selbst schreibe, das mag ich irgendwie immer nicht. Deswegen gibt es halt hier auch keine richtigen Rezis mehr. Aber zu diesem Buch schon und es ist auch nach wie vor eines meiner Highlight-Bücher und zwar ist das Der Übergang. Es ist so genial. Justin Cronin schreibt einfach super cool und gleich im Anschluss daran auch Die Zwölf. Ja, ich glaube den dritten Teil gibt es noch nicht. Jedenfalls habe ich nichts gesehen in diese Richtung. Das sind richtig dicke Schinken, die erstaunlich günstig sind für die hohe Seitenzahl und eine Wahnsinnsgeschichte bieten. Also es geht zwar im Prinzip um Vampire, aber auf einer ganz apokalyptisch-zombieartigen, na Zombie ist falsch, aber man hat so das Gefühl, als wäre man in der Serie Walking Dead gefangen, nur ohne Zombies, dafür mit ganz schön gruseligen, mutierten Ekel-Vampiren. Und es ist wirklich toll geschrieben. Also die Charaktere haben eine Tiefe, dass es schon fast wehtut. Es wird aber auch nicht langweilig, finde ich zumindest. Und es ist einfach wow, der reine Wahnsinn. Wie gesagt, es gibt hier heute keine besondere Reihenfolge. Ich nehme das einfach so, wie es mir entgegenspringt. Als nächstes wäre dann, wo wir auch gerade so schon bei Zombies waren, Untot dabei. Auch wieder mit einem zweiten Band. Den dritten, darauf werden wir leider noch lange warten müssen. Diese Bücher hatte ich mir gekauft, weil ich ja beschlossen hatte, irgendwann jetzt mal ein Buch über Zombies, über eine Zombie-Apokalypse zu schreiben, wo ich ja auch noch bei bin, beziehungsweise gerade in der Fertigstellung stecke. Und ich hatte mir dann natürlich so viele Zombie-Bücher wie möglich zugelegt, unter anderem auch Zone One von Colson Whitehead. Und den Zombie Survival Guide und also alles Mögliche über Zombies. Habe auch alle Walking Deads nochmal geguckt, alle Folgen und ja, bin durch Zufall eben auf diese Bücher gestoßen und das war ja wohl der absolute Glücksgriff. Ich habe sehr, sehr lange nicht mehr so gerne ein Buch gelesen. Es war einfach nur genial. Jedes Mal, wenn ich über dieses Buch spreche, kann ich der Versuchung kaum widerstehen, mal etwas kurz daraus zu lesen, weil es so cool ist. Aber fast alles, was man vorlesen könnte, birgt absolute Spoilergefahr. Deswegen lieber nicht. Auf jeden Fall eine empfehlenswerte Geschichte für alle. Also es ist schon sehr jugendlich. Also es ist etwas jugendlicher, als die meisten Jugendbücher so sind. Und es ist auch sehr witzig. Also wer ein Problem damit hat, wenn irgendwas lustig ist, lieber nicht. Aber es ist so cool geschrieben und ich konnte nicht aufhören und ja, top, top. So, weiter geht's. Hier habe ich eigentlich alle drei Teile da, aber der dritte liegt gerade im Zimmer als Unterlage für das Mikro. Warum auch immer. Legend ist, was soll ich sagen? Legend.
Es kann allerdings sein, bei manchen Büchern, die ich hier zeige, die zu einer Reihe gehören, dass mich ein Teil mehr als der andere überzeugt hat. Aber ich neige doch dazu, immer das Gesamtwerk auch irgendwie gut zu finden, wenn ich mindestens einen Teil gut fand. Von daher, ja, hier war es auch so, Teil 1 und 2 haben, also Teil 1 hat mich super überzeugt, Teil 2 auch, Teil 3 etwas weniger. Aber egal, insgesamt einfach genial. Marilous Schreibstil ist der Hammer. Das Ganze ist eine Dystopie, es ist total, oh, man rutscht so durch, man kann sich richtig in die Charaktere einfühlen, sich die Welt vorstellen, man fiebert mit und verliebt sich und keine Ahnung, also es ist einfach genial geschrieben. Ich fand diese Reihe super und ich habe sie so, so lange vor mir hergeschoben, weil ich aus irgendeinem Grund das Cover nicht mochte, also dieses Weiße mit dem krassen Logo. Ich weiß nicht warum, es ist jetzt, wo ich es in der Hand halte, liebe ich es und habe überhaupt nichts daran auszusetzen. Ja, es ist einfach nur cool. Kann ich auf jeden Fall empfehlen für alle Dystopiefreunde. So, damit enden jetzt meine Printexemplare auch schon. Aber natürlich nicht so meine Bücher. Und deswegen fangen wir hier mal an, mal gucken. Zettelspick. Silo, Level und Exit. Eine Reihe, ich glaube von Hugh Howey. Ich hoffe, ich lüge jetzt nicht. Die mich auch sehr überzeugt hat. Auch hier die ersten beiden Teile etwas mehr als der letzte. Aber trotzdem absoluter Wahnsinn. Hat mich wirklich, oh, ja. Viele behaupten ja, dass ich die Nachtsonne bei Silo abgekupfert habe, was mir immer einen kleinen Stich versetzt. A, weil ich finde, Silo ist besser. Und B, gut, es ist halt ein anderes Alter auch. Es ist nicht dasselbe Genre eigentlich, aber egal. B, weil ich Silo nicht kannte, als ich die Nachtsonne geschrieben habe. Das heißt eigentlich, ja, es ist irgendwie schade, dass man es mir nachsagt, wo nicht mal die Möglichkeit bestand, aber gut. Es ist halt so, manche Themen überschneiden sich einfach und manchmal kommen die Leute auf gleiche Ideen und ich hatte halt eine ähnliche wie Hugh Howey oder auch immer, wobei das Buch völlig anders ist. Also es ist zwar in beiden die Thematik, dass Menschen unter der Erde leben, aber in der Nachtsonne ist das ja, sag ich mal, nur so eine Randerscheinung und es ist auch einfach eine ganz andere Geschichte und ja, also von Abkupfern kann da nicht die Rede sein. Also jeder, der beide Bücher gelesen hat, weiß das auch. Tja, nichtsdestotrotz liebe ich diese Reihe. Denn ich habe sie dann später doch irgendwann mal gelesen. Dann hätten wir die fünfte Welle und auch das unendliche Meer, glaube ich. Auch da hat mich Teil 1 mehr überzeugt, aber nichtsdestotrotz liebe ich beide Bücher und kann sie jedem empfehlen. Sehr schön geschrieben und ich liebe den Sprung zwischen den Perspektiven. Also, dann wieder etwas Zombie, nämlich das Tagebuch der Apokalypse, alle drei Teile. Auch hier haben mich die ersten beiden mehr überzeugt. Es ist ja irgendwie immer so als der dritte. Aber wer Zombies mag und das aber auf einem coolen, auf so einer Ebene, so, also wie ein Tagebuch halt, aber auch auf so einer dreckigen, vereinsamten, apokalyptischen The Road-Ebene, auf jeden Fall, ja, mal wert da reinzulesen. Super Reihe. Mein erster Fitzek ist auch in meiner Liste der coolen Bücher und zwar war das Noah. Hat mich auch sehr überzeugt, mochte ich unheimlich gerne. Ist bisher immer noch mein erster Fitzek und ich habe noch keinen weiteren gelesen, aber das möchte ich auf jeden Fall ändern. Dann von Jennifer Rush, Hide und Escape, beziehungsweise andersrum wahrscheinlich. Ich liebe diese beiden Bücher und ich glaube insgeheim, dass ich Coherent geschrieben habe, weil sie mich mit diesem Buch auf ein, nicht auf ein neues Genre, aber weil sie in mir irgendwie den Wunsch erweckt hat, ja, etwas in die Richtung zu schreiben. Rückblickend ist mir das erst hinterher aufgefallen, aber ich glaube, es gäbe vielleicht gar kein Coherent, wenn ich diese Bücher nicht gelesen hätte, was ja irgendwie schade wäre. Naja, auf jeden Fall eine totale Empfehlung. Und natürlich, wie könnte es anders sein, Daughter of Smoke and Bone und natürlich auch der zweite Teil davon und ich hoffe bald der dritte. Ich warte noch auf das Hörbuch, weil ich das gerne höre und ja, weil ich es halt auch die ersten beiden Teile gehört habe und deswegen, ja, will ich es auch so weitermachen. Sehr schöne Geschichte, fand ich wirklich, ja, ganz toll. Obwohl ich sonst gar nicht so auf dieses fantastische Fantasy-mäßige stehe, hat mich dieses Buch oder diese Bücher sehr überzeugt. Und dann einer meiner absoluten Lieblinge, die Vollendet-Reihe, bei der ich leider erst am Ende von Teil 3 erfahren habe, dass es noch einen vierten Teil geben wird und ich echt sauer war, weil ich eigentlich halt alle an einem Stück lesen wollte und dann war damit nichts, weil es geht ja noch weiter. Da haben mich alle drei Teile von vorne bis hinten sowas von überzeugt. Die Charaktere, die Thematik, der Schreibstil, die Welt, perfekt. Also wer eine richtig coole Dystopie
aber in unserer Zeit, sage ich jetzt mal, also noch nicht so weit in die Zukunft lesen möchte, der sollte sich das auf jeden Fall geben. Wahnsinnsreihe. Toll. Wieder eine Reihe, ich lese nur rein, offensichtlich. Und zwar Die Saat, die Nacht, das Blut von Guillermo del Toro und Chuck irgendwie Hogan und keine Ahnung, ich hoffe, ich spreche das alles so aus. Und eigentlich ganz ähnlich wie Justin Cronins Der Übergang und Die Zwölf. Es geht wieder um eine Art mutierte Vampir-Epidemie, Apokalypse. Wahnsinnig toll geschrieben. Da scheiden sich auch die Geister. Zum Beispiel hatte ich das Buch Tobi empfohlen und Tobi fand es nicht so pralle. Aber gut, das ist halt eben, jeder hat so seine Vorlieben und es kommt auch immer darauf an, in was für einer Stimmung man das Buch liest. Ich fand auf jeden Fall alle drei Teile genial und kann sie auch wieder nur empfehlen. Und vorletztes auf meiner Liste wäre Die Abnormen. Und dann natürlich auch der zweite Teil, Eine bessere Welt von Marcus Seki. Hierbei fand ich auch wieder den ersten Teil natürlich besser, wie es halt so ist. Irgendwas an dem Stil, irgendwas hat mir gefallen, hat mich richtig gepackt. Auch die Geschichte gefiel mir gut. Und ich bin ja auch persönlich so ein kleiner Fan von so ein bisschen abgehalfterten, mürrischen Einzelgänger-Agenten-Typen, die attraktiv sind und toll sind und ja, keine Ahnung, die da sich so durchschießen. Ja, und das ist eben der Protagonist auf jeden Fall und das hat mir sehr gut gefallen und es war einfach nur cool, eine gute Vorstellung, eine schöne Welt, die da konstruiert wurde und ja, absolut genial. Und als letztes auf meiner Liste immer noch, und ich werde es auch nicht herunternehmen, Die Bestimmung. Hier darf man ja wieder nicht so viel sagen. Auch da natürlich, wie könnte es anders sein, der erste Teil in erster Linie. Der zweite war etwas schwächer und der dritte, ach ja, wie gesagt, ich darf nicht drüber reden, ohne andere zu spoilern, die es vielleicht noch nicht gelesen haben. Aber jeder, der es gelesen hat, weiß, wovon ich rede und warum der dritte Teil ein wenig abgelost hat. Trotzdem bleibt Die Bestimmung, gerade der erste Teil, auf meiner Lieblingsliste, weil ich auch deswegen oder gerade deswegen Die Nachtsonne geschrieben habe, weil dieses Buch die Lust an Dystopien bei mir erst so richtig entfacht hat. War davor auch schon da, aber damit ging es dann erst richtig los. So, mein Akku zeigt jetzt seit 5 Minuten einen winzigen kleinen roten Strich. Es bricht jetzt hier alles zusammen. Ich muss mich total beeilen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es gibt ja selten diese Büchervideos auf meinem Kanal. Sagt mir aber einfach mal, ob es das vielleicht öfter geben sollte. Dann würde ich das auch direkt nochmal machen, irgendwas in der Art. Alle Links zu den Büchern findet ihr in der Infobox. Und ja, auf Lovely Books, wie gesagt, bin ich ja auch. Ich glaube, so als Laura Newman oder L. Newman Autor, weiß ich nicht. Auf jeden Fall bin ich da und ihr findet mich auch und ja, freundet mich da an oder so und dann sehen wir gegenseitig, was wir alle so lesen gerade. Auf Goodreads bin ich auch, aber Lesestatus technisch benutze ich nur Lovely Books. So, das war's dann auch. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen. Schnell, bevor der Akku leer ist. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich bin gespannt und ich hoffe, ihr seid es auch. Okay, nein, nein. Das gebe ich mir jetzt nochmal langsam. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich bin gespannt und hoffe, ihr seid es auch. Macht's gut. Hallo zusammen. Endlich mal wieder ein kleines Testvideo. Ich mag es ja immer besonders gerne, irgendwelche Dinge anzuschaffen, die eigentlich kein Mensch braucht und dann darüber zu berichten. Aber in diesem Fall brauche ich das Ding wirklich. Und ganz echt, das ist der totale Geheimtipp für alle unter euch, die einfach nur so gerne mal Videoaufnahmen draußen machen, wenn sie unterwegs sind. Oder die eben mit YouTube zu tun haben und die perfekte Vlogging-Cam suchen. Und es ist wirklich die perfekte Vlogging-Cam.